Also zuerst möchte ich sagen, wir werden künftig dafür sorgen, dass mehr Flüchtlinge in Wohnungen untergebracht werden können. Dafür werden wir die Investitionspauschale, die es schon gibt für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften, künftig auch für Wohnungen zahlen. Der zweite Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, ist die Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung. Da wollen wir eine Gesundheitskarte einführen, was praktisch heißen wird, dass Flüchtlinge nicht mehr wie bisher zu einem Verwaltungsmitarbeiter gehen müssen, der ihnen dann genehmigt, dass sie zum Arzt gehen können, sondern sie können dann direkt zum Arzt gehen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und der dritte Punkt ist, wir werden die Betreuung durch Sozialpädagogen verbessern. Derzeit ist ein Sozialpädagoge für 120 Geflüchtete da. Das wollen wir deutlich verbessern, indem künftig ein Sozialpädagoge für 80 und später dann für 60 Geflüchtete da sein kann.